Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir werden jetzt Leerpaletten Richtung Malzerweg fahren. Das heißt, wir werden mal voll loslegen. Und zwar als erstes müssen wir den Anhänger umstellen auf Paletten. So. Und zwar auf Missionspaletten, auf Paletten, Holzpaletten, und wir laden mal auf. Geht das nicht. Also Holzpaletten, ne? Andere nehmen. Eierkartons, Baumwoll, Pellets. So, das geht. Muss ich jetzt nicht muss mir jetzt nicht klar sein, warum es so ist, aber ist egal, Hauptsache damit. Sonst so. Hier müssen wir da sein im Lager, ne? Auch wenn wir kein Holz haben. Leerpalette haben wir noch 92.000 Liter. Das ist gut. Hackschlüssel haben wir auch schön. Und ja, OBS, Bahnplatten haben wir auch reichlich und Hackschlüssel. Aber die werden wir brauchen für Papier nachher. So, okay. R. Wir brauchen Leerpalette. Maximum, bis das Ding voll ist, ne? Der Anhänger. Gut, dann ist der Anhänger voll und der Lager ist auch voll. Dann haben wir uns hinten aus 7.000, ja, müsste reichen. Ne? Brauchen wir nicht mehr viel. Brauerei kriegt den Rest nachher, wenn das leer sein sollte. Ist ja kein Problem. Das werden wir schon irgendwie für Arbeit kriegen, ne? So, auf geht's. Dass wir auch noch Malz herstellen können, ne? Wir fahren hier oben raus und dann rechts und wieder rechts. Und dann können wir gleich nachher, wenn wir schon mal da sind, ein bisschen Bier mitnehmen, ne? Bier braucht das Land. All die Bier haben, ne? Kriegen sie. So. Machen wir die Innensicht. Und bald kommt die erste Milch. Aber da werden wir auch mal irgendwann eine Käse herstellen, ne? Irgendwann. Aber über eins am anderen. Jetzt läuft ja die Bierproduktion zu 100% in eigener Regie. Und dann werden wir sehen nachher, dass wir noch Fleisch und noch Papier hinkriegen. Und dann läuft das näher. Hier stehen ein paar Bäume, die müssen noch weg. Anführungszeichen, ne? Ob mir der Wald gehört, weiß ich gar nicht jetzt genau. Na, Wasser muss weg, dann muss man gleich wieder Richtung Brunnen. Der soll ja auch noch wieder voll gemacht worden werden sein. Also, entschuldige mein Deutsch. Was geht hier rein? Hier kannst du einen Kursblech-Kurs fahren, aber wirklich mit Brauerei bis könnte man richtig intensiv, also nicht mit LKW. Der LKW ist zu grob und zu groß. Das ist dann nicht zu empfehlen. Also ein kleiner Traktor mit 10.000 Liter Fass und da kann er den Gatter fahren. Wie gesagt, das muss man noch irgendwie hinkriegen. Aber mal sehen. Wann ich es mache, mal sehen, ne? Ist ja nicht so, naja, irgendwann mache ich es, also irgendwann ist gut, wenn die Zeit da geblieben ist, ne? Also so, muss ja mal alles Stück für Stück laufen, ne? So, vielleicht ein bisschen dicht an der Straße, aber wir sind automatisch reingeladen. Ich finde es immer richtig. Ich finde es cool. Ich
Ich muss mir so vorstellen, normal lade ich ab, dann nehme ich einen Gabelstapler und fahre die alle rein und stapel die rein. Ne? Aber so gesehen ist es auch gut. So, hat er 10 Paletten, hinten noch hier rein. So. Jetzt können wir Bier holen. Dessen kann er in aller Ruhe reinstellen, ne? Ist ja okay. So, Bier hier vorne ist. Und wenn auch wirklich Bedarf wäre, dann könnte man immer noch so. Bierkasten, 20.000. Naja, das macht schon mal lohnend sein, ne? So. Ich kriege 20 aufgeladen. Junge, wer hat Durst? Wer möchte mal eine Ladung haben? LKW voll. 20 Kästen ist LKW voll. Das heißt, es gibt Moos. Das für 2000, wenn man Rechnungen schon gibt. Ich will gar nicht rechnen, das geht, gibt der Kopf weh. So. Wie gesagt, wenn man alles mit einem Stapler aufladen müsste, ist oh je. Ich sag nur arme Sau. Auf gut Deutsch. Obwohl das. Ich weiß ja damals, wir haben da gearbeitet als Lehrling, wo ich Lehrling war. Bei mir zu Hause in Ort, da haben sie den Schnaps abgefüllt. Also in. Und dann haben sie das per Stapel auf dem LKW aufgeladen und dann verkauft, also dann ausgeliefert. Ne? Also die haben da jeden Tag Schnaps aufgeladen mit dem Stapel. So, wer will Bier haben? Wer Freiwillige vor? Da sind glaube ich 3 Mann gefahren den ganzen Tag. Und haben immer ausgeliefert, so beziehungsweise aufgeladen, ne? Ja, und dann kam die Wende, war vorbei. Keiner wollte ihn mehr haben. Wie gesagt, im Westen konnten sie ja im Prinzip von der Produktion her Lidl 2000, oder nur dahin, ne? Nicht mithalten, ne? Weil die ja viel moderner aufgestellt waren, ne? Das ist, außerdem muss man ja auch sehen, dass man dann auch gekauft wird, ne? Damals war ja so, ach, das ist von Osten, das kauft man nicht mehr, das ist ja, später hat sich das nicht geändert, aber festmachen, ne? Und L angurten, oh, angurten geht hier nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken, muss ich drehen. Wir drehen mal hier um unseren Wald hier, ne? Hier sind ein paar Bäume, die gefällt werden müssen. Die Bäume sind auch noch nicht gewachsen, aber das war eh klar. Oh, wir haben noch Stumpen hier. Die müssen auch noch weg. Die Fräse ist da. Das war der gelbe Punkt. Aha, okay. Das heißt, sie müssen noch einen Holzverernter entweder mieten oder einen kaufen. Ein paar Bäume haben wir noch da, so ist es nicht. Also, so, Lidl, wo bist du? Wo blinkt der? Wo ist der grüne Punkt? Da hinten. Oder die grüne Säule. Oh, ein schöner Preis. Fässer haben wir auch noch. Und wir können noch eine Ladung verkaufen.
Bier wurde früher auch nur im Winter hergestellt, weil es da kalt genug war. Im Sommer war es nicht möglich. In Anführungszeichen. Nur wer sich was leisten konnte, einen großen Keller und sich im Winter das Eis besorgt hatte, konnte das die Produktion verlängern. Heute ist es ja durch die moderne Technik, Klimaanlagen und Kühlung ganzjährig möglich. Ne? Also ganz früher war das im Grunde eingeschränkt. Ich darf mit Bier verlieren, du. Das hat mir gefehlt, das ist richtig. Das ist wie Gold hinten drauf. Mann, war lange nicht mehr in der Ecke gewesen, ne? Hier soll die Zuckerfabrik noch hinkommen. Oh, viel zu tun. Ja, jetzt am nächsten machen wir Papier und dann Schlachthof. Dann können wir nachher Fleisch verkaufen. Dann haben wir noch eine Einnahmequelle. Also Tiere haben wir jetzt ab dem Frühjahr zur Verfügung. Schweine erstmal. Rinder, das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch sehr lange. Aber das wird alles. Da ist immer wichtig, dass wir die Kühe kriegen, ne? So, hier den Trigger alles rein und dann können wir sehen, wie das klingelt in der Kasse. So. Wir sind ein bisschen weit weg, das heißt, wir müssen dicht daran. Es könnte nämlich sein, dass dann einige nicht verkauft werden und das wäre äußerst ungünstig. Beim nächsten Mal brauchen wir den Platz. Also jetzt könnt ihr feiern. Zit. Ja. Ich möchte mein Konto auch mal so sehen. Ja. Ja, gut. Konto wird so sich nie bewegen in der Richtung jedenfalls. Oh. Nur 112.000? Oh. War aber nicht viel, aber wir kaufen noch mindestens 3 Ladungen. Also von daher. Kommen wir da schon näher, Verpackungsfabrik, kommen wir da schon was näher. Etwas. Wir haben nicht verfahren, haben wir jetzt wieder. Ah, hier ist die Brauerei. Ja, das ist kein Thema, dann kommen wir da hin. So, vor allen Dingen, was wir jetzt kriegen, wir kriegen ja von der Malzfabrik auch Schweinefutter. Das ist zwar nicht die große Menge, die wir brauchen für ein Schwein, aber. Das ist ja so, ne, immerhin, ne, brauchen nicht mehr zu zukaufen, wenn es reicht, ne, muss ich so sagen. Das Lager ist ja beim Bauen, ne, oder schon fertig vielleicht, keine Ahnung, aber jetzt ehrlich gesagt, so ein Lager einlagern direkt, naja, wann wollt ihr das noch alles machen? Und Fleisch hamstern ist auch Quatsch. Einlagern, gibt es schlechte Zeiten vielleicht, ne? Ja, aber klar, kostet Geld und warten auf einen besseren Preis, glaube ich, ist nicht so gut. So ein Risiko, dass es entsprechend dann eher vom Magen zerfressen wird, ne? Gute Fleisch, gute Wurst. Ah, schon was da? Wir haben das erste, die erste Malz. Das ist viel Schweinefutter. Das ist viel. Und die Menge nimmt nachher, kommt was zusammen. Also Weizen, Gerste, das geht zusammen. Hm, das passt. Dann können wir was. Ja. Wenn das hier das Weizen nicht mehr reichen sollte, das könnte ja sein, ne? Dann können wir da entsprechend nachher ja, ergänzen. Was wir machen müssen nachher ist, sobald wie möglich
Also hier ist Gerste und Hopfen noch recht reichlich vorhanden. Malz stellen wir jetzt gerade her. Von daher ist das nicht schlecht. So, jetzt ist das Bier auch alle. Die Fässer. Ne? Gibt noch eine Ladung. Wer haben will, melden. So. C. So, aufladen. Ah, das kriegen wir alles aufgeladen, das ist gut so. Aber es ist Wahnsinn, schon wieder 10 Uhr im Spiel. Wenn man sich überlegt. Machen die Bier kaputt. Wird das Bier nicht lange reichen, ne? Dann werden wir neues produzieren müssen. Dann müssen wir näher einen Kurs einfahren für Wasser. So, wer zahlt am meisten? Das können wir auch noch verkaufen. Beziehungsweise müssen sogar Bierkasten. Immer noch legal, ne? Die Leitplanke, bist du verrückt? Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen? Schlecht. Ja. So, liebe Schauer, das ist schlecht. Aber wir beenden halt mal heutige Folge. Also immer Tschüss und Winke Winke. Der ist noch immer einen Abschleppdienst holen, ne? Das ist ja komplett aufgelegt. Ja, gut, da können wir glaube ich nichts mehr ändern. Dann seid mal Tschüss und Schau. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.